Das war jetzt die Daphne, ein sehr beliebtes Lied der Renaissance, gespielt auf einer Renaissance-Querflöte. Wie Sie sehen, ist sie aus einem Stück Holz gemacht, das ist aus Buchsbaum. Oft werden diese Flöten auch aus Eibe gemacht. Die Flöte war im Mittelalter und in der Renaissance gerne im Konsort gespielt mit mehreren Flöten, hier mit drei Tenorflöten, einer Bassflöte. Manchmal kommt auch noch eine kleine Terz- oder Quartflöte dazu. Wie man sieht, ist diese Renaissanceflöte aus einem Stück Holz gemacht mit einem Mundloch, sechs Grifflöchern und noch keiner Klappe. Da diese Flöten gerne auch sehr hell klangen, besonders die kleinere, hat man sie auch als Kriegsinstrument benutzt, das dann mit den Kriegern mit einer Trommel dabei mitmarschiert ist. Mit der Geburt der Oper in Italien um 1600 bricht ein neues Zeitalter an. Die Musik wird redend, sprechend, theatralisch, drückt Gefühle, Freud und Schmerz aus. Und die Renaissanceflöte mit ihrer Stimmung und ihrem flächigen Klang passt auf einmal nicht mehr zu dem virtuosen Instrumentarium und fällt in einen Dornröschenschlaf, aus dem sie erst Ende des 17. Jahrhunderts am französischen Hof Ludwigs XIV. Wieder erweckt wird. Vornehmlich die Familie Otteter, eine berühmte Musiker- und Instrumentenbauerfamilie, hat sich der Flöte angenommen und Instrumente wie dieses hier, inzwischen aus drei Teilen, mit schönen Elfenbeinverzierungen gebaut und mit einer Klappe versehen. Dieses Instrument ist aus Schlangenholz, aber Buchsbaum, Ebenholz, Grenadill waren beliebte Hölzer für den Bau dieser Instrumente. Und das Besondere am Klang der Flöte ist, dass sie sehr sanft, dass sie sehr süß klingt und deshalb wurde dieses Instrument auch gerne zum Ausdruck von Leidenschaften wie süßer Liebe, aber auch enttäuschter Liebe, Trauer und Tod verwendet. Und im Lylischen Orchester saßen dann vier Flötisten nebeneinander, um diese süßen, dunklen Farben auch hörbar zu machen. Im Barock hat man noch nicht mit dem Atem vibriert, sondern das Vibrato,
was damals Bebung hieß, mit den Fingern erzeugt durch Klopfen auf einem Loch. Man sieht dieses Flattement, wurde es auch genannt, oder Bebung in Deutschland, sehr schön auch bei dem Scherenschleiferlied von Pignolet de Montclair, wo auf einer langen Note eine Wellenlinie gezeigt ist, die dieses Flattement indiziert, das Kreischen des Sägemessers zeigen soll. Von Paris aus trat die Traversflöte einen Siegeszug durch ganz Europa an. Der Hof Ludwigs des 14., des großen Sonnenkönigs, wurde bewundert und war umschwärmt, wurde überall nachgeahmt, und so haben sich die großen Fürsten- und Königshäuser Musiker aus Paris kommen lassen und haben mit deren Hilfe Orchester aufgebaut und Opernhäuser installiert. Und so gingen auch berühmte Flötisten wie zum Beispiel Jean-Baptiste Loyer nach London oder Herr Buffardin nach Dresden und hat dort auch den berühmten Quanz unterrichtet, der ja später der Lehrer Friedrichs des Großen wurde. Friedrichs der Große hat mindestens genauso gern Flöte gespielt wie Kriege geführt. Und die Flöte wird in Deutschland ein ganz wichtiges und hochbeliebtes Instrument. Wie man sieht, ist die Traversflöte mittlerweile aus 4 verschiedenen Teilen gemacht, mit schönen Elfenbeinringen, einem Stimmkorken, den man verschieben kann, und vor allem das Mundloch ist noch klein und rund im Vergleich zu späteren Flöten, muss dieses Mundloch noch sehr zart behandelt werden, man darf da nicht zu fest rein pusten, sonst bricht der Ton weg. Und wir haben immer noch Grifflöcher und eine Klappe. Im 18. Jahrhundert war der Stimmton ein anderer als heute. Meistens waren die Instrumente einen halben bis einen Ganzton tiefer, wie A440, in manchen Gegenden auch höher, je nachdem, welche Orgeln da in den Kirchen standen, mit denen man ja musizieren wollte. Und um ein bisschen flexibel zu sein, hat man diese Instrumente meistens mit verschiedenen langen Mittelstücken gebaut, um eben mal ein bisschen höher oder mal ein bisschen tiefer spielen zu können. Diese Flöte zum Beispiel ist eine Kopie nach einem Instrument von Jean-Hyacinthe Rottenburg aus Brüssel. Das Original hat 3 verschiedene Mittelstücke. Hier sieht man auch schön, dass ich die längeren Teile seltener gespielt habe, weil die noch schön dunklen Lack haben, während das andere Instrument schon sehr abgegriffen aussieht.
Mit der Entstehung der Sinfonie und der Begründung des berühmten Mannheimer Orchesters wurden auch andere Orchesterinstrumente gebraucht. Die Flöte wurde nachgerüstet mit mehr Klappen, bis zu 8 oder 10 Klappen, um in allen Tonarten gut spielen zu können. Die Klappen mussten vom Goldschmied gemacht werden. Der Instrumentenbauer, der die Holzteile gedreht hat, durfte diese nicht selbst schmieden, weil das eine andere Zunft war. Und insofern war das Erwerben von Klappen sehr teuer. Das heißt, die Berufsmusiker und jene, die das Geld hatten, konnten sich diesen Luxus leisten, auf ihre Flöte viele Klappen draufzugeben und dann eben in auch entfernteren Tonarten wie C-Moll, F-Moll mit guter Kraft spielen zu können.